Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Trotz Altersvorsorge hat der Nationalrat noch Zeit gehabt, um schnell zwischendurch Ja sagen zum Burka-Verbot. Das schauen wir doch gerne an. Guten Morgen in der Freitagsrunde. Ja, hallo zusammen. Ja, ich weiss, der Waschi, ja. Ja, endlich sind die religiösen Kopftücher weg, oder? Ich meine, so sehen wir endlich mal die schönen Haare wieder von den Nonnen. Also, dieselben Kopftücher wären noch erlaubt. Aber SVP-Mann Christoph Mörgeli, Burka-Verbot, sicher in ihrem Sinn, oder? Sagen Sie, einmal mehr thematisiert die SVP ein Thema, das das Volk beschäftigt. Frauenkleider, verstehen Sie? Und überhaupt, dass man sich nicht mehr verhüllen kann, finde ich richtig. Dann feiert die Basler endlich nicht mehr die schreckliche Fasnacht. Die Appenzeller verschrecken die Kinder nicht mehr. Und die Dörfer dürfen wieder wie früher helmlos fahren. Das gefällt mir, Frau Mensch, das gefällt mir. Christoph Blocher, Burka oder nicht? Muss ich sagen, weil ein Witsch, Bums, Füg. In einer anständigen Kultur braucht man doch keine Burka, um Frauen zu unterdrücken. Bastien Giro, wie haben Sie die Debatten im Nationalrat erlebt? Ja, also zuerst mal, ich zeige wie das Gesicht ja überall und immer, ob man das will oder nicht. Item, für uns Grüne ist es kompliziert. Einerseits finden wir also Islam gut, weil der Gegenfall, es ist der Gegenfall zu der imperialistischen USA. Und andererseits finden wir es auch nicht gut, wenn man eine Frau einfach in einen Sack steckt und höchstens vielleicht, wenn es ein Jutensack ist. Eine andere Frage ist ja, kann man so ein Verbot überhaupt umsetzen? Gibt es da Probleme? Was weiss die Weltwoche, Roger Köppel? Inländervorrang versus Ausländervorhang. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass auch unser FDP-Bundesrat Didier von dem Gesetz betroffen ist. In Zukunft dürfen sich nur noch Eltern nennen. Burka muss weg, verstehen Sie? Hat sie den gemerkt? Ah, Roger, ich frage dich, willst du nicht einmal den Schleier über deine Karriere legen? Oh, Steilpass von unserem Tennisexperten Heinz Günther in die Richtung vom Roger. Ja gut, ausnahmsweise brauchbarer Kommentar von dir, Heinz, oder? Ja, ist klar, oder? Ich meine, ich muss der Heid und mir können auch immer in eine Burka stecken, oder? Sonst gibt es bald noch mehr Kinder, oder? Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterdecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Der hat sich gereimt. Ja, das kann man so sagen. Ich habe ihn verpennt. Also, das nächste Mal bringen wir den. Sag nochmal schnell. Welchen denn? Mirka und Burka. Ja, Mirka und Burka, oder Burka, Mirka. Sunday, bloody Sunday. Das ist YouTube. Guten Start im Morgen.